So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Lego Wundertüten, hey, wundert euch nicht, was drin ist. Ja, ja. Aber ihr seht es auch hier, es sind drei verschiedene Lego Jurassic World Wundertüten. Das Kuriose ist, alle drei sind die Nummer 1. Alle drei kosten 6 Euro das Stück. In allen drei gibt es 2 Magazine und 2 Extras. Aber der eine oder andere kennt es ja. Das ist das XXL-Pack. 2 Magazine, 2 Extras, 6 Euro ist die Nummer 1. Dino Action. Die Nummer 1, 6 Euro, 2 Magazine, 2 Extras. Und jetzt schaut mal. Das ein oder andere ist da drin, was auch da drin ist. Ganz cool. Dann haben wir noch die dritte, die Powerpack. Die Nummer 1, 6 Euro, 2 Magazine, 2 Extras. Und jetzt schaut euch mal das an. Immer wieder die Hälfte, das gleiche oder selbe. Anhänger, Anhänger. Da ist der braune, das ist zwar ein anderer Anhänger, aber dafür da. Überall drei. Hier könnte das Polypack drinne sein. Wer weiß es aber. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt alle drei öffnen. Dann weiß ich wieder, was für 6 Mini-Lego-Tüten oder Mini-Polypacks-Tüten ich besitze. Ich habe sie zwar schon, aber ich weiß nicht, was drin ist. Das sehe ich jetzt erst, wenn ich Lego Jurassic World alle drei Wundertüten aufmache. Aber ihr wisst ja, auch hier zählt natürlich. Ich werde euch irgendetwas von Lego Jurassic World unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Und wenn ihr den Link benutzt, danke dafür. Damit unterstützt ihr meinen Kanal, dass ich weiterhin solche Videos machen kann. Ihr könnt ja den Link benutzen und dann was anderes holen, weil ihr es vielleicht schon habt. Aber dann unterstütze mich trotzdem. Danke dafür erstmal. Aber jetzt kommen wir. Das erst. Ah. Oh. Brauchen wir nicht weiter darauf eingehen. Ihr wisst es. Ich hasse diese. Möchte gern Dinos. Diese. Ja, Hinstell-Dinos. Ich benutze die wirklich teilweise nur als Teilespender. Mehr ist es für mich nicht. Zweite ist. Eine Minifigur. Als hätte ich nicht schon einige genug. Aber trotzdem ist sie da. Cool. Erste Tüte. Wir links mal eine Seite. Mal gucken, was wir doppelt haben. So, kommen wir jetzt zur Dino Action Nummer 1 für 6 Euro. Auch 2 Magazine, 2 Extras. Oh, ein Comic. Das ist schon mal anders. Und, hey, ist der Doktor auch drauf? Oder der Ranger. Mit einer Spritze. Und das Coole ist, wieder ein kleiner Dino. Aber ihr seht, es ist der gleiche, hat bloß ein anderes Outfit. Das passt natürlich wunderbar. Zumindest kein doppeltes Tütchen. Gehe ich nicht drauf ein, ihr wisst es. So, und jetzt ist es schon die dritte und letzte Lego Jurassic World Wundertüte, diesmal die XXL Pack. Auch die Nummer 1, 6 Euro, 2 Magazine, 2 Extras. In jede Wundertüte, so möchte gern, Dino. Die kleine Falle. Das Coole ist da dran, er ist wieder ein grüner Dino. Ich meine natürlich den kleinen, ne? Okay, ich habe zwar alle schon mehrfach doppelt, aber ist cool. Und ihr seht, alle verschiedene kleine Mini-Polypicks. Hey, cool. Hoffentlich geht es jetzt so weiter mit den letzten. Und der letzte ist, oh. Ihr
in jedes Tütchen, in jede Wundertüte, vielmehr gesagt, ist einmal so ein Möchtegern-Dino drin. Hier ist nämlich noch ein älteres. Tüte auf, Tüte zu, der eine oder andere kennt das noch. Aber es sind 67 Teile. Hier sind 60 Teile. Hier sind 57. Also nur mal 6, 12, knapp 180 Lego-Teile, die ich jetzt wieder dazu habe. Und das war's. Aber nichtsdestotrotz, ihr schreibt mir natürlich wie immer in die Kommentare, welche Wundertüte ihr euch mehrfach gegönnt habt, welche ihr besser findet, falls ihr nur das Video gesehen habt. Und ich verlinke euch irgendwas von Lego Jurassic World unter das Video. Danke dafür, wenn ihr den Link benutzt. Aber jetzt eure Meinung, eure Kommentare bitte. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.